Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, man fragt sich ja bei dem Debattenverlauf und den intellektuellen Höhenflügen, die dort angesetzt worden sind, ob es überhaupt noch Sinn macht, diese Debatte fortzusetzen. Denn, Herr Beuys, ist Ihr Stichwort, ne? Intellektualität als Lehrer. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, der Bürgermeister hat davon gesprochen, dass wir Verantwortung für die Stadt tragen. Und ich nehme das gerne auf. Verantwortung für die Stadt haben wir gerade in der Opposition bewiesen. Wir hätten es uns bei der Frage von Hapag-Lloyd sehr leicht machen können. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben Verantwortung übernommen und der Erfolg von Hapag-Lloyd gibt uns recht. Es war die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Das Gleiche gilt für die HSH Nordbank, Herr Roop. Das ist schon richtig, dass Sie vielleicht von den Gesprächen nichts wissen. Sie waren nämlich nicht beteiligt. Da wird es vielleicht auch einen Grund für geben, dass Sie nicht beteiligt waren. Aber wir haben mit Herrn Schierer darüber gesprochen. Wir haben mit anderen Kollegen, auch der Gall, darüber gesprochen. Und es war ein gemeinsamer Beschluss, eben nicht die Unternehmungen und die Unternehmen, die von der HSH Nordbank leider abhängig sind, ins Bergfreie fallen zu lassen, sondern wir haben auch in diesem Fall die Verantwortung als Opposition wahrgenommen. Und deshalb sage ich auch an dieser Stelle, wenn es darauf ankommt, konnte man sich und kann man sich in Hamburg auch auf die Sozialdemokratie in der Opposition verlassen. Wir machen es uns eben nicht einfach, uns greifen, wir stehen zu unserer Verantwortung. Ich selbst habe ja Gott sei Dank die Erfahrung des Koalitionsbruches nicht machen müssen, bisher noch nicht machen müssen, vielleicht auch nicht machen dürfen. Der Bürgermeister sprach ja noch von dem grünen Wunder. Ich bin gespannt. Allerdings kann ich schon auch nachvollziehen, dass es da erheblichen Gesprächsbedarf gibt. Aber ich will es auch deutlich sagen, all das, was Sie untereinander, so zwischen Menschen zu besprechen haben, machen Sie das doch über Weihnachten in Feiertagen. Ich glaube, das Parlament ist einer solchen Debatte nicht der richtige Ort, jetzt in das Seelenleben der CDU Einblick zu geben. Wir wollen frohe Weihnachten und nicht sorgenvolle. Und wenn Sie davon sprechen, Herr Bürgermeister, dass Sie uns die Kooperation bei dem dringenden und für Hamburg überlebenswichtigen Thema Fahrrinnenanpassung anbieten, sage ich Ihnen auch im Namen Olaf Scholz zu. Wir nehmen Ihr Kooperationsangebot auch nach dem 20. Februar gerne an. Nehmen Sie Einfluss auf die CDU-Landesregierung in Niedersachsen. Nehmen Sie Einfluss darauf, dass dort nicht anlässlich der Kommunalwahl die Fahrrinnenanpassung zum Spielball wird. Das nehmen wir gerne an. Das Angebot ist von Ihnen ausgesprochen. Wir schlagen ein. Zum Hafen stehen wir gemeinsam. Sie haben angesprochen, abenteuerliche Rosinenpickerei in der Innenpolitik. Erklären Sie das mal den Menschen, die morgens aus Ihrem Haus kommen und sehen, dass Ihr Auto abgefackelt wurde. Erzählen Sie das den Menschen, den Eltern, den Freunden, der Jugendlichen, die beispielsweise in der S-Bahn, in der U-Bahn Opfer von Gewaltkriminalität geworden sind. Wenn das aus Ihrer Sicht Rosinenpickerei ist, dann lässt es auch tief in Ihre Verantwortungslosigkeit blicken. Den dritten Punkt, den Sie angesprochen haben, ist die Versorgung der Kinder, unserer Kinder in Hamburg mit Kindertagesstätten. Vielleicht, ich weiß nicht, sind Sie gerade frisch in die Bürgerschaft gewählt worden, oder Sie waren vielleicht auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Hamburg. Es war eine Volksinitiative, die wesentlich übrigens auch von Olaf Scholz angeschoben worden ist. Er war eine der Vertrauenspersonen, die eben dafür gesorgt hat, dass der Rechtsanspruch in Hamburg überhaupt umgesetzt worden ist. Sie mussten mit über 100.000 Unterschriften gezwungen werden, diesen Rechtsanspruch überhaupt zu erwirken. Dann haben wir hier im Parlament ihn gemeinsam beschlossen. Es war nicht die Entscheidung der CDU, im Gegenteil. Es waren die Menschen, die sich diesen Rechtsanspruch in Hamburg erkämpfen mussten, gegen ihren Widerstand. Sie haben davon gesprochen, dass Sie nicht die Hände in den Schoß legen wollen, dass Sie weiter regieren wollen. Da kann ich Ihnen nur sagen, Sie können und sollten all das tun, was zum Funktionieren der Stadt notwendig ist. Und wenn es Situationen gibt, wo Gefahr im Verzuge ist, werden wir auch gemeinsam jederzeit bereit sein, Sie in dem, was notwendig ist, zu unterstützen. Aber dass Sie durch Zentralisierung,
durch Abbau von sozialen Leistungen in den Bezirken versuchen, bereits vor der Wahl unumkehrbare Fakten zu schaffen. Das geht nicht. Und deshalb nochmal deutlich meine Erwartungshaltung, dass all das, was dort vielleicht der ein oder andere übermotivierte Beamte in die Bezirke hineinsendet, von Ihnen gestoppt wird. Schaffen Sie keine Fakten mehr vor dem 20. Februar. Sie haben dann von Controlling und erwarteten Steuereinnahmen gesprochen. Und dabei mussten Sie ja selbst über beide Ohren grinsen, das sei ja kein Wahlgeschenk. Herr Ahlaus, ich glaube, es ist ein Fehler, jetzt den Menschen Hoffnungen zu machen, die unter Umständen nicht erfüllt werden können. Und es schadet im Übrigen auch Ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit, wenn Sie noch vor Wochen gemeinsam mit der GAL Kürzungsvorschläge, Konsolidierungsvorschläge vorlegen und im Angesicht des Wahltermines davon abrücken. Das ist genau das Gegenteil von verlässlicher Politik, das ist das Gegenteil von Berechenbarkeit und das ist das Gegenteil von einem Verhalten, das wir von einem Hamburger Bürgermeister erwarten. Und zu guter Letzt noch ein Stichwort zum von Ihnen zitierten gesunden Menschenverstand. Natürlich besteht Politik, besteht demokratische Politik aus Kompromissen. Aber Kompromisse, die auch als solche benannt werden. Sie haben bemerkenswerterweise viele Kompromisse, die Sie heute als grüne Kröten bezeichnet haben, nie als Kompromisse bezeichnet, sondern als ureigene Überzeugung der Hamburger CDU. Sie haben eben eine Woche vorher noch gesagt, die Stadtbahn kommt gegen den Bürgerwiderstand, mit der fehlenden Finanzierung, mit der Trassenführung. Und nach einer Woche machen Sie eine Rolle rückwärts und behaupten exakt das Gegenteil. Und dass dort die Menschen Zweifel an ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit haben, ist doch wohl nachvollziehbar. Und deshalb finde ich, war entlarvend, was Sie gesagt haben, dass es ja Kompromisse sind in einer Koalition und dass man ja regieren will und da muss man auch Kröten schlucken. Das ist, glaube ich, der Konstruktionsfehler dieser Koalition gewesen. Es ging Ihnen nicht um das Wohl und das Beste für unsere Stadt. Es ging Ihnen nicht darum, gute Lösungen für Hamburg zu finden, sondern es ging Ihnen darum, gute Lösungen für diese Koalition zu finden. Und das ist grundfalsch. Wir brauchen einen Senat, wir brauchen eine Koalition, die die besten Lösungen für Hamburg anstreben und nicht für die Parteien, nicht für die Funktionäre, nicht für die Hinterzimmer. Vielen Dank.